Christian, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil, heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, ja, die Geschichten aus der Vergangenheit oder inspiriert durch einen Kommentar, Geschichten aus dem Tanky-Garten, können wir heute eigentlich vielleicht so Teil 2 starten. Vielleicht interessiert es euch. Ich habe jedenfalls nach dem Video gestern mal tatsächlich dann die Unternehmung versucht aufzunehmen und bin dann in die Unweiten von YouTube gelaufen, ins Tal der alten Kommentare und habe tatsächlich das Video gefunden, unter dem ich damals kommentiert habe, so, ich dachte, ich hätte es so ein bisschen gut gemeint, aber mir war klar, vielleicht habe ich das nicht so deutlich geschrieben. Und ich habe tatsächlich den Kommentar gefunden, um den es ging. Der ist mittlerweile über 8 Jahre her. Meine Güte. Ich habe geschrieben, das ist kein Let's Play. Daraufhin, das Problem ist bei den alten Kommentaren, du siehst ja nicht mehr die Verläufe, weißt du? So, wenn du halt Kommentar hast, darauf kannst du ja antworten und dann siehst du bei den, ich sag mal, neuen Kommentaren, okay, ist auch schon ein paar Jahre her, das siehst du halt die Antworten darunter. Aber wenn du so ganz alte Videos hast, da siehst du ja nicht die Antworten, sondern jede Antwort ist ein Kommentar für sich, ne? Das heißt, du hast da jetzt nicht unbedingt so eine Konversation. Okay, jedenfalls weiß ich nicht mehr, ob ich darauf dann geantwortet habe oder ob das ein zweiter Kommentar von mir war. Keine Ahnung, weil die sind halt alle einzeln. Jedenfalls, ich habe geschrieben, das ist kein Let's Play. Weil das war halt einfach Tanky mit Musik. Mehr nicht, ne? Das ist kein Let's Play. Daraufhin kam die Antwort. Gut, okay, hätte ich mir vielleicht mal abfotografieren sollen. Dafür, aber ist ja auch egal. Daraufhin kam die Antwort halt sinngemäß so, es gibt ja nicht nur Let's Plays mit Gerede, ne? Okay, gut. Und ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort darauf war, die ich dann geschrieben habe, oder ob das ein zweiter Kommentar war. Jedenfalls, okay, und das war vielleicht nicht allzu nett. Aber mein Gott, ich war jung. So, ich habe geschrieben, einfach so, wer soll sich das angucken? Und daraufhin ist dann wahrscheinlich ein ziemlich langer Beef entstanden. Was heißt Beef? Ja, eigentlich hat es mich nicht interessiert. Aber ja, ich war dann ab und zu mal Thema in dem einen oder anderen Video. Ganz kurz, nicht ausschließlich, aber ganz kurz. Und ich hab ja zuerst gar nicht verstanden, wieso, weshalb, warum. Und dann ist mir das irgendwann eingefallen. Aber gut. Ja, ich hab's versucht herauszufinden. Okay, gut. Ja, interessant. Möchte ja jetzt hier an dieser Stelle auch keine Werbung machen oder so für irgendwelche Kanäle, ne? Ich glaube, niemand weiß, um welchen Kanal es geht. Deswegen ist das ganz gut. Außer jetzt kommen so ganz alte Leute so, ja, ich weiß. Aber gut, das glaube ich eher weniger. Aber gut, wenn es jemand weiß, ich bin gespannt. Kommentar wird sofort gelöscht. Nein, Spaß. Okay, ja, jedenfalls, wenn wir schon mal dabei sind, was so Beefs oder sowas angeht. Ich will hier nicht jeden in das Video packen, aber eine lustige Sache. 2014 müsste das so gewesen sein. War ich das? Oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich war mal Kommentator für so Streams. Glaube ich. Ich denke. Ja, könnte sein. Zeitlang. Ja, ich glaube schon. Jedenfalls, irgendwann weiß ich nicht mehr. So. Und es gab da so die ein oder andere deutsche Übertragung, offiziell von irgendwelchen Sachen, ich glaube Turnieren oder so, oder Events, ich weiß es nicht mehr. Und meine Güte, 400 Damage nur, 2,5, nicht gerade das Beste. Ja, und muss ich mal ehrlich so sagen, die haben sich als Kommentatoren, ja, die haben da nicht gerade die besten Leute, wie ich finde, sich dafür rausgesucht, was das angeht. Also, es war sehr, sehr, sehr laienhaft, ne? Da hat die Passion gefehlt. es war langweilig. Und ich hab dann, also ich habe das, glaube ich, eine Zeit lang da so gemacht, dass ich dann halt meine Streams getimed habe auf die Übertragungen von denen, ne? So, um halt einfach so ein paar Zuschauer so abzuzwacken, so, ja, entweder guckt ihr das oder ihr guckt mich, ja, so, okay, gut. Naja, ich weiß, ich war ganz böse. Okay, aber was soll's, jugendlicher Leichtsinn, ne? Und ja, wenn ich das mal nicht gemacht habe, dann habe ich einfach kommentiert, so direkt unterm Stream. Und boah, Alter, wirklich. Also das war echt witzig halt an dieser Stelle.
So, langsam können wir den aber mal hier ganz kurz mitnehmen. Ne? Der nervt schon so ein bisschen. Jedenfalls, da gab es halt einen, der hat sich, weiß ich nicht, so ein bisschen angegriffen gefühlt oder so durch meine Anwesenheit. Kann ich nicht so recht beurteilen, aber jedenfalls, meine Kommentare haben halt dafür gesorgt im Stream, dass halt nicht mehr das Spiel an sich das Thema war, sondern meine Kommentare, auf die geantwortet wurde im Stream. Alter, wirklich, es gab Leute, ne? Man muss halt auch an dieser Stelle ja wirklich sagen, so diese, ja, dadurch ist ja dann auch der Begriff der Genekinder entstanden, ja. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, vielleicht war ich das da zu dem Zeitpunkt dann doch schon, aber jedenfalls war ich ja natürlich eine Zeit lang noch nicht Generalissimo, ja? Also da war ich noch kein Genekind, so. Aber diese ganzen Leute, ja, die sich halt da irgendwie was eingebildet haben auf ihren hohen Rang, ja, auf ihr tolles, voll verbessertes Equipment, pipapo. Jedenfalls, ich war ja wirklich in der deutschen Community gefürchtet. Gefürchtet war ich. Ja, oder verhasst, so. Und ja, so liefen dann auch entsprechend alle Schlachten ab, ne? Ich hab auf einer alten Festplatte sogar noch Screenshots gefunden von 2014. Muss man sich mal vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht mal in einem Video einblende oder so. Scheiße. Ich weiß nicht mal, ob ich die noch finde. Kann nämlich sein, ich habe eine Festplatte formatiert. Ich hoffe nicht, dass ich die Festplatte formatiert habe. Jedenfalls, wenn nicht, ja, mal gucken, was ich da noch so für Screenshots habe. Vielleicht kann ich ja dann mal im dritten Teil dann noch weiter in die Vergangenheit gehen und sowas mal zeigen. Boah, ich hoffe. Aber ich habe eine Festplatte formatiert, die ich dachte, ich nehme die als Backup. Also halt, ne, einmal ein Backup in seinem Leben gemacht. So, man sagt zwar immer, ja, man soll das regelmäßig machen, aber mein Gott, wer macht ein Backup von seinen persönlichen Daten und so, ne? Niemand. So, aber ich dachte mir einmal so, okay, mache ich. Und dafür habe ich eine alte Festplatte benutzt. Puh, ich hoffe, das war nicht die richtige mit dem guten Zeug. Was auch immer das jetzt heißen mag. Aber, jedenfalls, Das war damals wirklich eine ganz, ganz wilde Zeit, muss man mal so sagen. Ne? Also ich war gehasst, ja. Ich war wirklich gehasst. Egal in welche Schlacht ich ging. Ihr kennt vielleicht noch damals war es nicht unbedingt so Welle-Chill-Schlachten, die kamen auch irgendwann, aber eine Zeit lang waren es halt mehr so stille Chill-Schlachten. Und egal in welche Schlacht ich jetzt ging, sei es jetzt eine normale oder so eine Chill-Schlacht, ja. Ich konnte mir sicher sein, so chillen war für mich da nicht drin, ja. Das war mehr so ein, jetzt werde ich gejagt, okay. Wirklich, also die haben sich da einen Spaß draus gemacht und mich über die ganze Stille verfolgt, ne. Ah, mein Gott, gute alte Zeiten, ich wünsche sie mir zurück. Und ja, das hat ein bisschen Aufregung gebracht, ein bisschen Spaß, so ein bisschen Freude, so ein bisschen Adrenalin. Wirst du gejagt von so 10 Leuten. Ach ja, und dann immer, also wirklich auch halt dann die Nachrichten im Chat. Ja, ich hoffe wirklich, ich habe da noch ein paar Screenshots. Ach herrlich, da kam mir die Tränen in die Augen. Nee, okay, nicht wirklich, aber irgendwie schade um die Zeit, ja. hätte ich mir wieder mal gewünscht, ja, so. Ja, war schön. Gut, okay, damals hat mich da doch schon genervt, weil es halt wirklich jeden Tag war, aber okay. Was soll's. Die Sternschanze, die hat gelebt, du. So, ja, gut verloren, 18 zu 50. Das war ein faires Battle. Also gut, vom Gearscore her war es tatsächlich auch ein bisschen fair, muss man mal so sagen. Ich, ja, bin froh, dass ich aber wenigstens die Aufgabe beendet habe. Sehr schön. Stufe 37, ja, läuft. Ich habe noch 5 Tage Zeit. Mal gucken, ob ich das noch bis Stufe 50 hinbekomme. Ich will halt jedenfalls die Hitzeübertragung haben. Und eigentlich noch mal alle Container einsacken, die es so hier gibt. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich war ganz ehrlich, aber ich weiß auch nicht, warum so viele Leute einen Hass auf mich geschoben haben. Also, da waren halt Leute dabei, mit denen hatte ich nicht mal irgendwie an sich Kontakt. Ja, die waren, also, da gab es halt auch Leute, mit denen konnte ich mich am Anfang gut verstehen. Und irgendwann ist komplett um 180 Grad gedreht worden. Ohne, dass ich irgendwas gemacht habe. Ich habe trotzdem mein Ding so weitergemacht wie damals. Aber auf einmal hatte ich neue Feinde so. Ja? Sagen wir es mal so. Neue Hater.
Oh Mann, ey. Da war schöne Zeit, ey. Schöne Zeit. So, hoffentlich gibt es jetzt hier eine stille Schlacht für mich. Das wäre so thematisch sehr schön. Ja, also auf einmal, keine Ahnung, das irgendwie als wäre da so eine Art so Buschfunk einmal rumgegangen. Ja, so, der einer sagt's dem, der sagt's an dem und dann am Ende einigt man sich darauf, okay, den müssen wir jetzt hassen. So. Ja, keine Ahnung. Also, ne, ich war mal. Was habt ihr gegen mich? So, was habe ich denn gemacht? Was habe ich gemacht? Hab ich irgendwas gemacht? Gut, okay, vielleicht war es die Art, die so ein bisschen auf, die provokante Art, die so ein bisschen halt auf Gegenwind gestoßen ist. Man munkelt. Aber, die war doch ganz nett. Okay, gut. Vielleicht nicht jede Aktion von mir. So im Nachhinein, ja. Gab auch mal dumme Sachen, die ich gemacht habe, aber naja, mein Gott, was soll's, ja? Hatte ich halt mal kurz meinen Höhenflug. So, darf man doch mal haben, ne? Uff! Jungs! Easy da? Will einer? Hallo? Surprise? Ich bin fast tot? Bitte heilen? Okay, gut, dann nicht. Oh, geil! Heutzutage, ja, Theo hat sich so geändert. Heutzutage, uff! Jungs! Okay, weißt du was? Ich drop die Flagge, okay? Jetzt müsst ihr euch aber auch die Flagge nehmen. Oh mein Gott. Ja, die Uhr hat sich so geändert. Heutzutage halte ich die Schaften statt die Easy da, ne? Die Easy da kann ich heute nicht mehr heilen. Dafür kann sie sich selber heilen, ja? Gut, konnte sie schon damals, aber was soll's? Heutzutage halte ich die Schaft. Ja. Theo, komplett umgedreht, ey. Heute kannst du auch mit der Schaft komplett offensiv spielen. Wilde Zeiten, in denen wir leben. So. Boah, wo war ich jetzt aber stehen geblieben? Meine Güte. Dumme Aktion. Ja gut, aber was soll's? Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß halt, dass so der ein oder andere, der hat sich halt, sagen wir mal so ein bisschen, ja, gab ja auch so ein paar Leute, die hatten ja auch einen eigenen Kanal, ne? Und die wollten halt auch, sag ich mal, groß werden mit TO. Halt das, was so das Spiel hergegeben hat an Reichweite, ne? Also, wisst ihr, was ich meine? So Millionen Abos wären halt nicht drin, ne? Aber du konntest ja trotzdem schon damals so ein bisschen etwas an Reichweite aufbauen, auch in der deutschen Community. Die war ja damals halt auch um einiges größer als heute. Und da ist halt natürlich vielleicht klar, dass halt, dass man da so die Konkurrenz halt auch so, ja, so ein bisschen, nicht verachtet, aber ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen halt kritisch begutachtet, ja. Aber ich weiß halt, dass tatsächlich der ein oder andere doch so ein Let's Play-Kanal dann mal tatsächlich gestartet hat und sich dachte, okay, wenn der das hinbekommt, ja, dann. Kannst du mich heilen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Der ist schon wieder die Schaft. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ey, du bist der Held hier. Du bist der Held aus dem Team, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also nur dank dir. Oh, crap. Okay. Ah, was soll's. Nice. Yo! Was denn jetzt schon wieder? Mann! Jungs! Ja gut, okay, das hätte ich jetzt sowieso nicht mehr überlebt. Ah, die Leute sind aber auch hier bei uns in der Base. Mann. Ja, der halt, sag ich mal, für damalige Verhältnisse nicht so besonders lief. Ne? Okay, gut. Ja, und die dachten sich ja, das ist halt so, wieso kriegt der die Reichweite so, die mir eigentlich zustehen würde? Ja, einige haben es halt ein bisschen persönlicher genommen als andere, muss man halt hier dazu sagen. Also wirklich. Was ich aber nicht verstehe, ich weiß halt nicht, wer diesen Bullshit erzählt hat. Keine Ahnung. Oder vielleicht haben sie sich das irgendwie zusammengereimt oder wie auch immer, aber fragt mich nicht wie. Jedenfalls, ich war von 2013 bis 2016 in einer ganz normalen Ausbildung. So, okay, war eine schulische Ausbildung, aber Ausbildung. So, hm? IHK? Alles super, alles sogar mit Abschluss und so weiter, ja. Nix hier Pause oder so ein Kack. War 3 Jahre am Stück Ausbildung, so. Von 2013 bis 2016. Aber irgendeiner, so denke ich mal, hat damit angefangen zu labern,
dass ich hier YouTube irgendwie hauptberuflich mache. What the fuck? Alter, hab ich nie in meinem Leben gesagt? Nie! Ja? Ich meine, ich habe ja sogar in meinen Videos erwähnt, dass ich halt eine Ausbildung bin und pipapo und bla bla bla. Und habe ja auch hier ein Video dazu gemacht, zum Thema Praktikumssuche und so weiter und so fort. Und irgendeiner hat damit angefangen und dann, ja, der soll sich mal hier was zum Arbeiten suchen und so weiter und hier nicht hier jeden Tag Videos machen und bla. Ich habe mir so, was ist denn los mit dir, Mann? Ja? Was habe ich dir getan? Keine Ahnung. Aber ich kann mich halt noch erinnern an eine Schlacht. Ja, da war halt eine besagte Person drin und ich auch. Und jemand aus der Schlacht hat dann mich halt erkannt und hat dann halt, hey, ja, und Let's Play und supi und da und ich guck dich und so weiter und so fort. Schön, ne, alles supi. Und diese Person, die halt auch Videos gemacht hat oder macht oder was auch immer, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, war halt eben auch in der Schlacht, ne, und hat sich ein bisschen, keine Ahnung, verarscht gefühlt, dass man halt jetzt mich, sage ich mal so, angeschrieben hat, ja, nicht die andere Person, weil da waren halt, war es ganz klar, ich war halt einfach nur ein Faker, so, ja. Ich war halt ein Nachahmer. Ja, die Person nämlich hat ja zuerst mit Let's Plays angefangen und entsprechend sind halt natürlich alle, die danach kamen, einfach nur, ja, so Copycats, ne. Haben einfach nur auf dem Hype aufgebaut, den 2013 gab, ne, alles klar. Ja, jedenfalls, okay, gut, alles klar, können wir so stehen lassen, oder auch nicht, ich weiß es nicht, lassen wir einfach mal so stehen, ja, lassen wir es einfach mal ruhen, oder auch nicht, ich grab's ja gerade aus. Ah, ich liebe mich, okay, gut, wie soll es sein? Ja, das dazu. Und, haben wir jetzt tatsächlich geschafft, mal den Ausgleich zu bekommen? Boah, Leute, ich bin stolz auf euch. Ja. Und ja, ich weiß nicht, Mann. Ich hatte an sich mit dem jetzt so persönlich kein Problem. Ich habe auch mit dem halt nie so wirklich ein Wort gewechselt, ja. Oder überhaupt mal mit ihm gesprochen, aber keine Ahnung, manche haben halt einfach so einen gewissen Hass auf mich geschoben. Keine Ahnung. Ja? Hab den Leuten persönlich nie etwas angetan, aber. Alles klar. Okay. Gut. Lassen wir einfach mal so stehen. Alles in Ordnung, ist in Ordnung. Alles vergeben und vergessen, ne? Vergessen werde ich nie. Ups, sorry. So, den nächsten Hater hier. Hab ihn einmal hier mit seine Raygun verziehen lassen. Das war's. Jetzt wirst du gejagt, so. Naja, okay. Ja, wie dem auch sei, fand er wohl nicht so schön, dass halt die Person gesagt hat, ah, ich gucke deine Videos statt halt die anderen. Naja, okay. Gut. Ist halt so. Es ist, wie es ist, ja. Was soll man machen? Ich habe mir dann seine Videos auch mal reingezogen. Fand ich persönlich jetzt nicht so Bombe, aber okay, gut. Du Hater. Och, Mann, ey, ist das geil, Mann. Wenn man so, weißt du, so nach all den Jahren mal wieder darüber reden kann, ja, macht voll Spaß, so. Tolle Sache. Naja. Ey, und dann halt auch so. Boah, ich glaube, das wäre so eine Sache für einen dritten Part. Was so E-Sport-Clans und so weiter angeht, Teams angeht. Ich glaube, das ist nochmal so ein Topic für sich, ja. Also das ist halt wirklich auch nochmal eine ganz, ganz wilde Geschichte. Ja. Ich glaube, daraus mache ich dann einen dritten Teil. Weil das ist halt wirklich auch wieder, da kann man halt, naja, nicht Stunden drüber reden, aber da kann man auch schon mal eine gute Schlacht damit füllen. Ja, also wenn ihr auch noch das hören wollt, dann schaltet im nächsten Teil gerne wieder ein. Weil das ist wirklich ganz wild, ja, was da für Sachen passiert sind. Oh, oder halt. Da war die Gerüchteküche aber am Brodeln, sage ich euch, ja. Also nicht schlecht, du, nicht schlecht. Was ich da so alles erlebt habe in diesem Game, ja, muss man sich mal vorstellen, ey, das ist ja hier so eine richtige Dramaserie damals gewesen, Alter. Weißt du, da können die YouTube-Beefs aber hier so einpacken, ja. So das richtige Drama, das gab es damals nur bei Theo. Boah, ey, wirklich krass, ey, wirklich krass, ne? Kann man sich nicht ausdenken.
Heutzutage ist das halt alles völlig egal, weil wahrscheinlich diese Leute von damals auch größtenteils nicht mehr in TO aktiv sind. Aber ja. Ja, man konnte halt diese Leute wahrscheinlich gefühlt damals jeden Tag antreffen. Und ja, ich würde mal jetzt einfach mal so vermuten, entsprechend wichtig war denn auch das Spiel und so, ne? Oder halt. Ja. Alter, der TS damals, ne? Meine Güte, meine Güte. Gab's halt auch so Leute. Ich war da nicht oft, muss ich mal dazu sagen. Ich war da nicht oft auf dem TS. Aber, ja, ein willkommener Gast, so habe ich mich da jedenfalls nicht gefühlt. Ja, als Gast habe ich mich da nie angesehen, weil das war, ey krass, wir sind sogar in Führung. Wow, Respekt. Team, let's go. Das war halt echt krass. Also irgendwann so gefühlt. Ich glaube tatsächlich, einmal konnte ich mich sogar auch ganz normal unterhalten. Ja, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber es gab halt einfach so Leute, die sind dann halt in den Channel reingejoint und haben gleich wieder Stress gesucht. Da ich mir auch so, yo. Eigentlich dachte ich mir halt so, ja, ich guck mal, wer hier so ist und red halt vielleicht mit ein paar Leuten. Gibt's ja sicherlich auch ein paar, die halt gerne mit mir reden würden, ne? Aber es gab auch Leute, die sind einfach reingegangen, haben direkt beleidigt, so. Ganz komische Sache, ey. Aber gut, so ist es halt normal, ne? Oh, einmal, auch eine ganz, ganz witzige Angelegenheit. Das hat jetzt nicht so viel, also doch, das hat schon was mit TO zu tun, aber ich habe damals sehr aktiv Webradio gehört, so. Ne? So einen gewissen Sender für so elektronische Musik, so, ne? Und, ja, wenn du halt da, wenn da halt ein DJ aufgelegt hat, ja, dann gab es ja immer auch so eine Gruß- und Wunschbox. Ja. Und einmal kam da halt so ein Gruß, ey, das war irgendwann so gefühlt 1 oder 2 Uhr morgens, ja. Also, ne, war jetzt nicht irgendwie 18 Uhr oder so, mitten in der Nacht. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe gespielt, ja, okay, auch mitten in der Nacht, und habe halt Musik gehört währenddessen, so. Und auf einmal kommt da so ein Gruß. Ja, bla bla bla. Ich grüße das so alle, ich weiß nicht, irgendwie so alle Freunde oder Spieler oder so in TO. Ich dachte mir so, what? So, okay, alles klar. So, mitten in der Nacht, so aus dem Nichts. Ich dachte mir, yo, okay, dankeschön für den Gruß, ne? Das war lustig. So einfach, oh Mann. Jungs, ich habe euch gerade gelobt, ne? Dass wir hier in Führung gekommen sind. Und jetzt 3-5. Geht aber besser. Wir haben noch immer 2 Minuten Zeit. Ne? Wir können hier noch immer das Unentschiedene rausholen. Ja, für einen Sieg wird es wahrscheinlich nicht mehr so reichen. Zeitlich wird es dann doch sehr knapp. Aber Unentschieden kriegen wir doch bestimmt hin. Ja? Noch einmal hier mit vereinten Kräften. Das kriegen wir bestimmt hin. Ja, aber das war echt, echt witzig. So. Kriegst du halt auf einmal so... Ja. Einen Gruß. Ich kann euch nicht mal sagen, wer das genau war. Es gab ja eine Zeit, da hatten so gefühlt 10 Leute denselben Namen, nur halt eben anders geschrieben. Aber ich weiß noch immer, welcher Username, sagen wir es mal so, ja. Aber ich kann ja jetzt nicht sagen, welche Person das jetzt genau war, weil, ja, das, keine Ahnung. Ja, die haben sich ja alle gleich genannt. Die wollten ja alle so als Team fungieren. Deswegen keine Ahnung. Aber, ja, so viel dazu. Jedenfalls mega witzig. So. Oh, Mama. Ja, müssen wir mal gucken. Nee, schade. Die... Boah. Da war der Schutz aber auch aktiv, ne? Bis zur letzten Sekunde. Schade. Ja. Gibt's so Sachen, die vergesse ich nicht, ja? Ich bin wie ein Elefant, sag ich euch. Gibt's Sachen, die vergesse ich? Na, dann gibt's auch Sachen, die vergesse ich nicht. Ja, das war eine Sache, die ich nicht vergessen habe. Ja, ganz, ganz lustig. Ganz, ganz lustig. Hammer. Echt Hammer. Und damit meine ich nicht die Tanky-Waffe. Ah, herrliche Zeiten, herrliche Zeiten. Ja, schade, dass ich den Leuten nie im Real Life begegnet bin. Okay, schon so ein paar, ne? Tanky-Treffen. Das berüchtigte Tanky-Treffen, aber ja. Witzig. Ganz, ganz witzig. Ich wünsche mir schon diese Zeit so ein bisschen zurück. Ne? Ich würde sie nochmal gerne erleben. Das wäre cool. Aber so mit dem Wissen von heute, ne?
Ne, einfach in der Zeit zurück. Ja, 3-6, leider verloren, aber was soll's. Wir haben uns gut geschlagen, Team. Ja, muss ich sagen, Respekt an euch. Danke auch an euch fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Teil wieder. Dann blicken wir nochmal zurück. Und ja, mal gucken, was ich da noch so ausgraben kann. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut und besser. Rignon ist ja klar. Man sieht sich.